In diesem Video seht ihr den Benchmade Bone Collector Mini. Willkommen bei den New Age Outlaws. Ja, erstmal vielen Dank an den guten Raphael vom Kanal 7Ready, der uns, beziehungsweise mir, das ist jetzt hier auf meinen Mist gewachsen, mit diesen älteren Modellen oder mit diesen ausverkauften Modellen, der mir also dieses Messer verkauft hat, beziehungsweise ich habe es wahrscheinlich irgendwo als erster gesehen im Gebrauchtmarkt und habe dann gleich zugeschlagen, ohne zu wissen, wer mir das Messer da verkauft. Und ja, ich dachte mir auch genau das, was du so suchst. Ein Messer aus der alten Benchmade Bone Collector Serie mit diesem geilen Hirschgeweih Menschen Schädel Logo. Ein Messer von, oh, ich glaube, es ist ein bisschen schwer zu lesen. Ich glaube, es war Mitchell Waddell, der Messer herstellen wollte für die Jagd. Also ich habe da auch einen Artikel gelesen, dass er halt ein Jäger ist und sich für nichts seines Tuns entschuldigen würde, weil er halt nur ein Jäger ist. Er ist halt so geboren worden und so weiter und so weiter. Und diese Messer sind für die Jagd wohl entwickelt worden. Sie erinnern eigentlich von ihrem Typ her relativ stark an die Malpardio Griptilian Modelle. Ich habe sie jetzt nicht mit Thumbstuds gesehen, die gibt es wohl auch nur mit Daumenlöchern. Verbessert mich, wenn das nicht stimmt, ich sag's jetzt einfach mal so. Das Mini-Modell habe ich dann bekommen und oder beziehungsweise bei dem Raphael gekauft, und wie es natürlich so kommen sollte, einen Tag später fällt mir dann auch nochmal das große Modell mit Walnussholzschalen in die Hände, und das sogar neu von einem italienischen Outdoor-Internet-Shop. Ich habe es durch Zufall gefunden und natürlich auch sofort zugeschlagen. Das zeige ich euch demnächst auch noch. Hier handelt es sich um die G10, um die G10 beschalte Ausführung in grün und schwarz. Das ist die Modellnummer 15030-1. Die Strich 2 ist dann entsprechend mit der Walnussholzbeschalung. Das gibt es auch bei dem Mini. Dann haben wir hier die Plain, oder also die ganz normale Klinge, und dann die Mini-Ausführung hat diese Serrations. Und ja, die Klingenform, es ist vielleicht nicht so ganz einfach. Ist es jetzt eben vielleicht noch eine Drop-Point, oder ist es schon, zählt es schon zu dem Sheepfoot? Ich würde sagen, es ist eine Schafsfußklinge, etwas abgeschwächt oder noch nicht ganz so eindeutig wie beim Griptilian. Ich denke, wir können das Schafsfuß nennen, oder man wird mich wahrscheinlich nicht gleich köpfen, deswegen. Ja, wir haben wieder eine sehr schöne Qualität, oder auch, sagen wir mal so, auch damals schon war die Qualität sehr hochwertig. Es sind keine scharfen Kanten, weder beim Daumenloch noch bei den Stahlleinern oder sonst irgendwo. Es ist sehr schön gearbeitet. Es ist eine satinierte Klinge, und auch hier wieder diese ganz feinen Bearbeitungsspuren, und hier wieder etwas rauer geschliffen, obendrauf auch relativ rau angeschliffen. Ja, und dieses tolle Logo, oder überhaupt die ganzen Schriftzüge sind eingelasert, also es ist nichts erhaben auf der Klinge. Das hat man ja bei manchen Schriftzügen, dass die etwas dicker drauf sind oder und so weiter. Nee, also hier ist auch alles sehr, sehr fein ins Material eingebracht. Die Klinge ist aus D2 Stahl, der sehr, sehr scharf ist ab Werk. Der Raphael sagte mir, der Originalanschliff ist drauf, und es ist wirklich auch sehr, sehr scharf. Was ich eigentlich vom D2 auch gewohnt bin, wenn man das Wii 617, glaube ich war es, das Wii 617 nimmt, oder das Manly Comrade, die sind auch alle unbarmherzig scharf, die Dinger. Und auch hier ist es der Fall. Ein sehr
harter, zäher, also Stahl, der sich sehr, sehr scharf machen lässt und auch die Schärfe und auch die Schneidphase sehr und ja, sehr, sehr gut hält, die Schärfe sehr gut hält. Allerdings auch nicht ganz so einfach nachzuschleifen ist und bei dem man ein bisschen aufpassen muss, man sollte ihn immer leicht geölt halten. Es könnte schon mal ein Rostpöckchen sonst auftreten. Also ich achte schon immer sehr darauf, dass da immer ein leichter Schmierfilm drauf ist, ein leichter Ölfilm drauf ist, sodass das also gar nicht erst passiert. Große Erfahrung ansonsten mit dem Benchmade D2 habe ich bisher noch nicht gemacht. Das wird sich erst noch zeigen. Falls sich da noch irgendwas ändern sollte, dass der besonders resistent bleibt oder vielleicht auch anfällig ist, dann gebe ich da auch noch mal ein kurzes Statement zu. Aber bisher, das Messer ist ja jetzt nun auch schon ein paar Tage alt, ist keinerlei Rostspur zu sehen. Ich gehe davon aus, dass das auch so bleiben wird. Gut, wir haben hier ein recht interessantes grün-schwarzes G10, das 3D gefräst wurde, sodass also auch dieser Schichteffekt hier sehr gut durchkommt. Wir haben wie beim Griptilian auch hier oben und im unteren Bereich ein leichtes Jimping und ihr seht, wir haben hier komplett durchgezogene Stahlliner. Das Griptilian, wie ihr wisst, wie zum Beispiel hier auch, hatte die Liner nur ja so bis über die Hälfte und dann etwas auslaufend. Hier sind sie also noch komplett über die gesamte Fläche und auch hinten rum. Wir haben hier hinten einen Backspacer aus schwarzem G10. Der ist auch mit so einem ja leichten Jimping versehen, was aber ich glaube unter ferner liefen, also vielleicht etwas mehr der Optik geschuldet. Wir haben den Split Arrow Clip. So heißt er, glaube ich. Und der ist geschwärzt, genauso wie die Liner. Ich glaube, das ist, glaube ich, generell bei den Bone Collector Modellen, dass es alles so ein bisschen ja, unscheinbar und nicht so auffällig mit Silber und so weiter gehalten wurde. Zumindest was jetzt den Griff betrifft. Ja, wir haben den Access Lock, der auch hier sehr sauber zumacht. Keinerlei Blade Play und bei diesem Modell jetzt ist er jetzt so eingestellt, dass er nicht der absolute Freefaller ist, wenn man jetzt ne, den großen Bone Collector nimmt. Der fällt schon ziemlich von selber zu. Oder auch den Griptilian, der ist sogar noch etwas besser. Ist auch eine Einstellungssache. Die Klinge steht bei, ich sag mal, ungefähr bei 90%, steht ganz gut, auch nicht hundertprozentig perfekt. Die Klinge ließe sich ohne weiteres noch etwas weicher einstellen, aber ich bin so eigentlich auch schon ganz zufrieden. Sie lässt sich gut öffnen, sie lässt sich sehr gut schließen und ist also auch schon eine sehr tolle Action, die auch dieses kleine Messer mit sich bringt. Die Handlage ist außergewöhnlich gut, ähnlich, ich sag mal, wie bei den meisten Ken Onion Modellen, die ja auch alle so ein bisschen diese Tropfenform haben und auch beim Griptilian seht ihr auch, hinten etwas dicker im Handballenbereich und die liegen also wirklich super, super gut in der Hand. Wobei hier handlagenmäßig das Augenmerk etwas anders ist als bei dem großen Bone Collector. Wir haben also, ich sag mal, diesen Hauptgriffpunkt. Dadurch, dass es hier relativ schmal ist, haben wir den hier in diesem Fingerbereich und der Rest umschließt natürlich den Griff, aber diese Hauptkontrolle über das Messer erhalten wir hier im Bereich dieser beiden Finger. Und das ist, ja, ich sag mal, ähnlich wie bei einem Schälmesser. Es ist aber eine wunderbare, eine echt tolle Handlage und das Jimping oben und unten gibt auch noch etwas Rückmeldung. Natürlich auch minimal Traktion noch, aber ich glaube, das ist eher zweitrangig. Es geht hierbei um eine gewisse Rückmeldung, glaube ich, dass man die noch bekommt. Und das funktioniert also auch sehr gut. Ihr seht, der Griff ist überall so leicht, ja, gegroovt mit diesen Einfräsungen. Auch hier wieder diese Plateaus für den Clip, der beidseitig einmal umsetzbar ist. Und ansonsten ein schönes kleines Messer. Was aber ja so als EDC, denke ich, tauglich ist. Wenn es auch jetzt nicht für das Messer für sämtliche, ja, für alle Fälle ist, wenn ich jetzt mal sagen darf, dann würde ich, glaube ich, schon eher
zu dem etwas größeren Bruder tendieren. Und dann kommen wir noch kurz zu der Handlage hier. Hier ist es etwas breiter in diesem Bereich. Das heißt, hier ist die Griffposition etwas ausgeglichener, dass wir diesen Druck auf den Griff so ziemlich auf den ganzen Griff verteilt haben. Und dass wir hier gar nicht so viel Druck am Daumenbereich und im unteren Bereich haben, wie hier. Moment, ich mach's nochmal auf. Ja, also hier ist es eindeutig, dass diese drei Finger die Griffposition hier vorne noch unterstützen und dass es hier eigentlich auf dem ganzen Griff recht ausgeglichen ist. Das hört sich ein bisschen komisch an. Man muss beide mal in den Händen gehalten haben, dann wird man es verstehen. Ich denke, dass alles in allem ausgeglichenere Messer für auch grobere Arbeiten wird mit Sicherheit der größere Bone Collector sein. Aber das auch nur wegen dieser Griffposition hier. Ansonsten wird man hiermit sicherlich auch schon irgendwo ich sag mal jetzt, was sägen können oder auch mal einen Kienspan mit Sicherheit holen und alle anderen Arbeiten genauso. Aber aufgrund dieser Position hier vorne, auf dieser Griffposition, ist dieses Messer eindeutig für die etwas feineren Arbeiten gemacht. Also, ja, damit wirst du sicherlich auch rote Arbeit leisten können. Ich sag's jetzt mal, auch ohne dass ich Jäger bin oder sonst irgendwie damit Erfahrung hatte. Aber aufgrund der Schärfe und aufgrund der Klinge wirst du damit sicherlich auch einiges erreichen. Aber für grobere Arbeiten, wenn es jetzt im Outdoor-Bereich ist, denke ich, ist eindeutig aufgrund dieser Handlage der große Bone Collector auf jeden Fall vorzuziehen. Eine stabile Konstruktion kann ich euch noch vermelden. Die Klinge läuft auf, nee, ich mach's lieber zu. Die Klinge läuft auf sehr großen, recht breiten Washern. Und wie gesagt, ich könnte sie noch etwas weicher einstellen. Aber ihr seht, also mit dem kleinen Druck geht die Klinge auch so zu. Und ja, optisch ist natürlich für mich auch auf jeden Fall ein Leckerbissen. Irgendwann habe ich mal von einem Bone Collector Modell gehört, habe es mal bei Google eingegeben und natürlich auch bei sämtlichen Auktionshäusern und im Internet und in den USA und sonst wo geguckt, wo natürlich Benchmade herkommt, ob es da nicht vielleicht noch was gibt. Und es war leider nichts mehr zu finden. Und irgendwann kommt der Raphael und haut mal eins raus und dann habe ich noch mal ein bisschen rumgeguckt und tatsächlich dann kommt sogar das zweite und auch hier, wie ihr seht, fällt mir sowas auch noch in die Hände, das Benchmade Skirmish. Auch da kommt noch die Vorstellung in der nächsten Zeit. Ja, ein hübsches kleines Messer mit einer Klingenlänge von ja, 7, muss man selber einmal drauf gucken. Ja, machen wir 7,5, die hat er schon ungefähr, oder? Ja, doch, 7,5 Zentimeter Klingenlänge. Eine Breite des Griffes, die relativ breite und stabile Griffschalen haben. Das ist auch noch ein auffälliger Punkt hier. Und auch bei dem Large Bone Collector, guckt euch mal an, wie dick und fett diese Holzbeschalung ist. Die Gesamtlänge, um jetzt nochmal weiterzumachen, ist 17,8 cm. Ja. Und eine Klingenbreite dieses D2-Stahls von 3 mm oder 2,9. Also lassen wir es, wie es ist. Ich denke, die 3 mm Klinge sind schon so angestrebt worden. Ich sage das jetzt einfach mal so. Ja, und das, wie gesagt, von einem Typen, der immer gesagt hat, also die Preise, die Benchmade da aufruft für ihr Zeug, die will er nicht bezahlen. Das Gewicht hat nur 100 Gramm, 103 Gramm. Das ist, glaube ich, schon echt gut, dass das fällt in der Tasche. Ich habe es ja jetzt auch schon heute mal mitgehabt. Es fällt in der Tasche nicht auf. Es ist ja, recht kleiner, leichter Begleiter und als EDC auf jeden Fall geeignet. Wie gesagt, haltet die Klinge etwas geölt. Der D2 könnte ansonsten mal ein kleines braunes Pöckchen mit sich bringen. Gut, wir hoffen, dass euch diese kleine Vorstellung gefallen hat des Benchmade Bone Collector Mini. Und ja, demnächst gibt es noch mehr der alten Benchmade-Modelle. Wenn ihr mögt, schaut auch da wieder rein und ansonsten habt einen schönen Tag. Es fängt jetzt hier gerade an zu regnen. Es war sehr heiß heute. Ich glaube, es knallt gleich mächtig. Habt einen schönen Tag, bleibt gesund. Tschüss.